Täter verurteilt. Am 26. Januar wurde ein Angestellter eines Goldankaufgeschäftes an der Museumskreuzung in Dessau-Roßlau mit einem Messer niedergestochen. Nun wurde der 42-jährige Täter zu 12 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Das Landesgericht Dessau sah es als erwiesen an, dass der Täter aus Habgier den schweren Raub verübte und auch vor heimtückischem Mord nicht zurückschreckte. Das 26-jährige Opfer hatte sich aus dem Laden noch vor das Naturkundemuseum geschleppt, wo er von Passanten entdeckt und Polizei und Notarzt gerufen wurde. Der Verurteilte musste neben der Haftstrafe auch 30.000 Euro an das Opfer zahlen und wird aber wohl in Berufung gehen, da er seine Tat schon während der Gerichtsverhandlung als Notwehr ausgelegt hat und sich nun ungerecht behandelt fühlt.